Wie auch schon vorher angekündigt werde ich in diesem Video euch erklären, wie man Pikachu als Starter-Pokémon wählen kann. Ähm, diesen Trick habe ich auf Reddit gefunden. Das, den Thread werde ich auch in, in, in der Videobeschreibung verlinken. Und äh, ich habe das Ganze mal getestet. Also ich habe vorher noch ein Video gemacht, wo ich es nicht getestet habe. Da habe ich einfach mir nur die Bilder angeschaut vom Thread. Wie er das bewiesen hat, dass es funktioniert. Aber äh, durch Serverprobleme habe ich es dann nicht äh, reproduzieren können. Und, aber heute Morgen, da liefen die äh, Server stabil und da habe ich es dann mal einfach ausprobiert. Und äh, das funktioniert folgendermaßen. Ihr erstellt euch einen Account, ganz normal, erstellt euch den Charakter und dann spawnt ihr. Da wo ihr gerade halt steht. Und mit euch spawnen die drei Starter-Pokémon: Shigi, Glumanda und Bisasam. Das Ding ist, äh, sie stehen halt direkt vor euch. Und ihr müsst aber von denen weglaufen. Also ihr rennt aus deren Reichweite einfach. Und äh, dann spawnen die halt nochmal. Direkt vor euch wieder. Da wo an eurer neuen Position. Und das müsst ihr einfach äh, drei, vier, fünf Mal glaube ich wiederholen. Dann erscheint zusätzlich äh, zum, zu den schon genannten drei Startern das Pikachu. Je nach äh, Serverauslastung kann es dann sein, dass nur der Umriss davon ist, also dieser Kreis. Das werdet ihr im Video dann auch sehen. Ähm, aber dann müsst ihr es halt einfach nochmal probieren oder warten. Ich habe es hier mit warten äh, versucht. Ich habe ein bisschen so gewartet. So, das war so eine Minute, eineinhalb Minuten. Ich weiß es nicht genau. Und dann ist es dann schlussendlich gespawnt. Und dann konnte ich es auch fangen. Und äh, das seht ihr halt hier im Video im Hintergrund. Und äh, dann habe ich euch auch noch den Pokédex, glaube ich, gezeigt. Ne, habe ich nicht. Aber äh, man sieht im Video, wie das funktioniert. Also ich bin. Einfach fünfmal von meinen Starter-Pokémon äh, weggelaufen und dann ist es erschienen mit denen. Also, äh, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen, euer vielleicht Lieblings-Pokémon zu fangen. Direkt am Anfang mit dem zu starten. Also, ähm, bis zum nächsten Video. Ich weiß noch nicht das Thema, aber ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Bis dann.